So, und damit seid gegrüßt zurück zu einer neuen Aufnahme The Night of the Rabbit mit dem Herrn Haselnuss und dem Herrn Plato und dem Herrn Zwergenfürst. Und weiter geht's. Oh, der Fuchs. Was für ein seltsamer Fuchs. Verfolgen wir ihn weiter. Er ist zurück in die Felder gesprungen. Sah fast so aus, als ob er in den Sumpf wollte. Aber der Weg ist überflutet. Na dann, vielleicht können wir jetzt... Nee, können wir nicht. Das bringt uns auch nicht weiter. Tja, wir können auch mit Steinen reden. Vielleicht können wir jetzt hier festlustern. Mit kleiner Statue. Okay. Tja, überall Wasser. Mit ihm hier, steinerne Fische. Das haben wir noch nicht gemacht, das passt jetzt wahrscheinlich nicht, das gehört jetzt wahrscheinlich nicht zum Fuchs-Rätsel mit dazu, aber trotzdem. Ja, das stimmt auch wieder. Oh, Der eine findet es schade und der andere freut sich drüber. Tja, allen kann man es nicht recht machen. Zurück zum Feld sind es also gegangen. Der Fuchs ist geflohen. Zurück ans Feld. Dann wollen wir doch mal. Okay, der Plato ist weg. Plato ist verschwunden. Da ist der Fuchs schon wieder. Können wir nicht mit ihm reden? Was? Wer bist du? Wow. Der schon wieder verschwunden. Gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Jo. Machen wir das. Ja, aber verschwindet ständig. Er ist zurück in die Felder gesprungen. Sah fast so aus, als ob er in den Sumpf wollte. Aber der Weg ist überflutet. Mhm. Okay. Und was nun? Hin und zurück. Tja. Gibt es noch weitere Statuen, mit denen wir sprechen können? Stein mit Markierung. Ja. Da flüstert wohl nichts. Tja. Sind wir die Radiostation? Ja, gut. Nee, hier sind wir ganz falsch. Tja. Weitere Statuen sehe ich jetzt hier gerade nicht. Hier haben wir einen Stein. Hier. Felsflüstern. Unförmiger Stein. Da flüstert wohl nichts.
So schade. Eine Fuchsstatue vielleicht irgendwo. Entlang. Okay. Eins von den Posthörnern, mit denen man Plato rufen kann. Ich frage mich, wie er das Froschspielzeug von hier aus hören kann. Vielleicht haben Frösche ja eine Art von Supergehör. Ja, vielleicht. Tja, wir suchen eine Statue. Mit der hier haben wir schon geredet. Ich sagte, dass es hier... dass es schade findet, dass der... dass der Wald hier weg ist. Wenn das der, ich meine, dass der... dass der Sumpf überschwemmt ist. Tja. Da steht etwas auf dem Stein daneben. Miteinander sprechen, miteinander handeln, miteinander leben. Ja, ja. Im Gedenken an das regelmäßige Treffen am Bach zur Beilegung eventueller Differenzen zwischen Mäusen und Eichhörnchen und anderen Bewohnern des Waldes. Andere Bewohner? Dazu würde ich bestimmt auch zählen, wenn ich hier wohnen würde. Ja. Mit Sicherheit. Na komm. Können wir doch bestimmt jetzt hier Felsflüstern. Immer wieder schön mit diesen Statuen zu reden. Tja. Fahrt durch die Felder. Hier kommen wir bei Nacht auch nicht weiter. Vielleicht lassen wir es hier erstmal Tag werden. Ist der Fuchs zwar erstmal weg, aber... ja. Der Fuchs wird ja sowieso dorthin. Kopfkratz. Aggressives Kopfkratz. So, vielleicht wäre ein Versuch wert. Mal sehen, wie viel Wasser diese famose Wassernuss wirklich saugen kann. Ach, also. Die Nuss hat Wurzeln geschlagen, aber wirklich viel Wasser hat sie jetzt nicht weggesaugt. Herr Kirchenmaus hat gesagt, dass die erwachsenen Wassernussbäume ganze Teiche leer saugen können. Aber ich kann dem Baum jetzt nicht jahrelang beim Wachsen zusehen. Tja. Haben wir irgendwie Dünger, was war? Tja. Grün, ja, Grünwuchs natürlich. Jetzt hier Grünwuchs. Die Pflanze. Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Ja, das wäre natürlich sinnvoll. Au. Wow. Hunna. Das ist die richtige Einstellung. Ui. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren ein also neuer Screen. Unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Gut. Wir haben das Sumpfgebiet also wieder hergestellt. Gut, dann reden wir erstmal hier mit diesem Stein, mit der Kristallstatue. Ich hab was verloren. Aha.
Okay. Platos Briefkasten. Was da wohl drin ist? Ich habe die Wahl. Nasse Füße oder Unwissenheit. Ich bevorzuge trocken und dumm. Okay. Aus am Wasser. Schick. Dem Briefkasten nach zu urteilen wohnt der Plato. Sehr schön. Aber dem wieder sein Zuhause zurückgeben. Und das muss erstmal Nacht werden. Nachts können wir den Fuchs hier wieder herlocken. Oh, Maulwurf ist immer noch am Radio senden. 24/7 Radio. Sieht doch ganz gemütlich aus. Und hier neben mir steht Jerry Haselnuss, liebes Publikum. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Ich war im Radio. Ja, wir alle wünschen dem jungen Baumläufer viel Glück. Doch jetzt geht's weiter im Programm. Ich war im Radio. Okay, dann locken wir mal den Fuchs dort her. Jetzt kann er ja dort links. Wenn wir jetzt hier grüne Wuchs einsetzen, dann dürften wir den Fuchs ja jetzt dürfte sich ja jetzt dorthin begeben. Jetzt ist der See nicht mehr ausgetrocknet. Jetzt ist der See nicht mehr überschwemmt. Der Sumpf. Jetzt haben wir ihn ausgetrocknet. Was? Und vergeben. Ich muss hinterher. Ganz genau. Da ist er wieder. Und schubs. Er ist weiter in den Sumpf gesprungen. Sah fast aus, als ob er auf mich gewartet hätte. Nichts wie hinterher. Hier, ein Weg in den Sumpf. Sehr gut. Nanu? Eine zweite Statue. Jetzt haben wir hier zwei Statuen. Fuchsstatue, andere Fuchsstatue. Felsflüstern. Aha. Wie bin ich hierher gekommen? Nicht so gut. Felsflüstern mit der anderen Fuchsstatue. Nicht erwischt. Leider muss ich jetzt nach Hause. Na dann füllen wir den Fuchs durch den Portalbaum. Der Fuchs schnell ist in ein Portal gesprungen. Ich darf mich nicht wieder abhängen lassen. Schnell hinterher. Liebes Publikum, Sie werden nicht glauben, was ich eben gesehen habe. Allerdings. So bist du also schließlich wieder zurückgekehrt zu uns, Kitsune. Kitsune? Ich hoffe, dass du diesmal länger bei uns weilst. Aha. Der Fuchs ist schon wieder weggesprungen. Kitsune heißt er also. Aber wer hat da eben mit ihm gesprochen? Mhm. Lauter Fuchsstatuen. Und wir scheinen hier wo ich wohl in Japan zu sein. Sieht zumindest ziemlich japanisch aus. Als ob es weit und breit keine Menschen gibt. Nur noch mehr von diesen Fuchsstatuen. Aber ich höre ein ganz leises Klingeln. Oder Läuten. Ja, dann reden wir doch mal. Felsflüstern. Vielleicht erfahren wir mehr. Okay, das kommt mir bekannt vor. Eine eiserne Glocke. Da flüstert wohl nichts. Gut. Anfassen die Glocke. Okay, die klingt ein bisschen anders. Diskret.
Nochmal. Hoho, ganz schön laut. Gut. Großholzstatue. Hier haben wir kleine Fuchsstatuen. Jede Menge Fuchsstatuen. Gut. Reden. Ist hier die Lösung. Was vermutlich. Ist denn das für ein seltsames Klingeln? Na komm. Ich sehe nichts. Tja, Großholzstatue. Nichts passiert. Vielleicht liegt es daran, dass sie aus Holz ist und nicht aus Stein. Tja. Daran mag es wohl diesen liegen. Woran ist gelegen? Fuchsstatuen, wir können mit denen reden. Gibt es hier verschiedene Fuchsstattungen? Können wir die alle einzeln ansprechen? Aha. Oje. Stört meinen Schlaf. Da hat aber was funktioniert. Ich kann dich nicht sehen. Doch ich spüre deine Anwesenheit. Okay. Dein Schritt soll dich bis hierher führen. Doch keinen Schritt weiter. Ich bin Wächter dieses Tores. Ich bin Hüter dieses Ortes. Ein Fuchs mag noch so blind sein. Riechen kann er dich über Meilen hinweg. So auch ich. Aha. Wie bist du an diesen Ort gelangt, den wir Füchse den Menschen abgerungen haben, lange nachdem sie ihn uns weihten? Mensch. Da ich dir an diesem Tor Einlass nicht gewährte, musst du über den Baumknoten an diesen Ort gelangt sein. Ja, das stimmt. Kitsune. Ihr Umgang mit Menschen hat sie fast so blind gemacht, wie ich es bin. Ist das ein Grund, mich nicht durchzulassen, oder? Dieses Tor bleibt Menschen verschlossen. Aha. Also komme ich da nicht hindurch. Tja. Ich klinge jetzt irgendwo. Die Eisenlücke ist nicht, die klingt anders. Was? Hör auf mit diesem grausamen Geräusch! Was meine blinden Augen mir nicht zeigen, lassen mich meine Ohren doppelt wahrnehmen. Aha. Und meine Nase noch 10-mal mehr. Ich kann dich riechen. Mensch. Aha. Okay, vielleicht zeigt uns die... Oh. Ja, die Münze etwas. Jetzt sehe ich dort etwas glitzern. Natürlich. Kitsunes Glöckchen. Da hängt ein goldenes Glöckchen drin. Ob der Fuchs aus Mauswald die verloren hat? So. Jetzt lässt er mich jetzt durch. Kitsune? Bist du es? Ja, ich bin's. Der helle Klang deines Glöckchens ist mir unverkennbar.
ich. Okay. Du glaubst, du kannst eine alte, blinde Fuchsseele wie mich täuschen? Naja, ich... Ein Mensch täuscht einen Fuchs. Aha. Wie wunderbar. Eigentlich wollte ich dem Fuchs nur dieses Glöckchen zurückbringen. Ah. Eine edle Geste, ihr den verlorenen Besitz wiederzubringen. Du darfst passieren. Doch sei vorsichtig, Mensch. Traue niemals einem Fuchs. Okay, gemerkt. Besonders nicht einem wie ihr. Okay, wir können hindurch durch das Tor. Durch den japanischen Garten. Oha. Ah, es überrascht, dass du die Güte hast, mir leb wohl zu sagen. Ich danke dir, Geliebte. Früher oder später hätte es enden müssen. Ja, es ist das Ende der zwitschernden Vögel und grünen Weiden. Jedoch der Beginn des Wassers und des leeren Notizbuchs. Ich muss fort. Ich weiß. Keine Spur von dem Fuchs. Vielleicht weiß die Frau ja, wo er hin ist. Aha, okay. Nanu, da ist ja der Fuchs. Aber wo ist denn die Frau von der man nicht die Frau war. Ha, endlich! Hab dich! Oh, oh. Oh Mann, hör auf mir zu folgen, Jerry! Weißt du denn nicht, was es bedeutet, wenn jemand vor dir wegläuft? Das tut mir leid. Soll ich gehen? Nein, bitte. Ich will lieber nicht alleine sein. Ja. Sicher eine blöde Frage, aber was bist du? Fuchs oder Mensch? Ich bin ein Fuchs, aber ich kann deine Wahrnehmung von mir ändern, ganz wie es mir passt. Wirklich? Das ist der coolste Zaubertrick, von dem ich je gehört habe. Findest du? Es ist nicht so schwer, wenn du es nur versuchst. Jeder kann das, wenn man nur weiß wie. Ich auch? Ich bin dabei, ein großer Magier zu werden, weißt du? Oh. Bringst du mir bei, wie man das macht? Nein. Ich habe bei der Ehre meiner Eltern versprochen, dass ich es niemandem beibringen würde. Die Füchse hier benutzen es nur, um Menschen unglücklich zu machen. Aber bei nicht Ehre deiner Eltern. Ich will, dass sie glücklich sind. Aber es klappt nie. Okay. Ich weiß nicht einmal, wie man unglücklich machen schreibt. Tut mir leid, Jerry. Ich kann es wirklich nicht. Es sei denn, willst du Menschen wirklich glücklich machen? Wenn du jemand Traurigen glücklich machst, dann glaube ich dir vielleicht. Aha. Ich habe Mama mal gefragt, wie man Menschen glücklich machen kann. Und sie hat nur laut gelacht. Reicht das? Nein, Lachen reicht nicht. Hast du jemanden so glücklich gemacht, dass es sie dazu inspiriert hat, etwas ganz Besonderes zu tun? Nein, nicht wirklich. Dann komm zurück, wenn du es geschafft hast. Ich weiß, dass du es kannst. Okay. Vielleicht hier wieder. Jetzt sind wir ganz schnell abgehauen aus diesem Teichgebiet oder. Ja. Mit dem Mann haben wir noch nicht geredet. Der Dichter. Hallo Dichter. Stiller Teich. Nein, das funktioniert noch nicht. Dunkler Teich. Ah. Entschuldigung, bist du Dichter? Schreibblockade. Ein Dichter braucht Inspiration und diese will nicht mein sein. Sie brach mein Herz stattdessen. Mein Name wird verblassen und vergessen werden, wie meine Worte und die Tinte auf meinem Papier. Mhm. Du brauchst eine Inspiration. Brauchst du eine neue Inspiration oder sowas?
Ich brauche Inspiration. Doch mein Geist liegt leer und unbewegt vor mir wie dieser Teich. Nichts rührt sich hier. Und so unbewegt ist auch meine Fantasie. Tja. Wie steht es mit diesem äußerst grünen Gras? Ist das nicht, cool? Deine Worte sind so leer wie meine. Sag nicht, ich hab's nicht versucht. Gut, Froschteich. Nee, echt nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Dichter es so interessant findet, den Teich anzustarren. Da ist doch gar nichts drin. Glöckchen mit dem Fluss. Da passe ich besser gut drauf auf. Im Teich. Da passe ich besser. Nehmen wir uns ein bisschen Teich mit. Über dem. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier. Hier bringt er dich nicht weiter. Gut. Natürlich. Ist das ein Frosch, den ich da höre? Ein Frosch. Aha. Nein. Meine Inspiration schwindet wieder dahin. Ein Frosch, also. Inspiration für den. Nochmal hier. Ach, Moment, ja. Ich habe es. Alter Teich. Der Frosch erspringt. Als ob. Klang des Wassers. Oh, das ist perfekt. Pascho, du alter Dummkopf, du hast es doch noch in dir. Okay. Jetzt haben wir ihm geholfen, ein Gedicht zu schreiben. Ja gut. Wieder zurück. Bei der Dichtkunst geholfen. Ich habe gesehen, was du für den Dichter getan hast. Du hast es gesehen. Deine Gedichte sind von großer Schönheit. Hast mich aber sie entstehen aus einem Schmerz heraus. In dunkelster Nacht, schwarz und kalt, kann man die Sterne am besten sehen. Wusstest du das, Jerry? Darum musste ich ihm das Herz brechen. So ist es immer. Aber du weißt, was es bedeutet, andere glücklich zu machen. Und jetzt will ich dir helfen. Sieh genau hin, Jerry. Aha. Fuchs. Lerne ich jetzt Verwandlung, oder was? Ich verstehe. Aber wie mache ich das jetzt? Ah, verstehe. Ein weiterer Zauberspruch. Du hast einen Zauber gelernt, um zu benutzen, öffne es in den Tau und klick auf Zauberfuchslist auf dem Zauberstab. Alles klar. Lass uns zurück nach Mauswald reisen. Glaub mir, dieser Wald ist nichts für dich. Die Füchse hier sind nicht so nett wie ich. Aha. Außerdem möchte ich sehen, ob schon jemand Ulis Spezialgebäck probiert hat. Oder ob Plato endlich genug Mut zusammengerafft hat, um mit Anja zu sprechen. Ich kann mich jetzt auch in Fuchs zu verwandeln. Weißt du das denn alles? Du wärst überrascht, was man alles mitbekommt, wenn man sich in eine Statue verwandelt. Also warst du es, die mich beobachtet hat. Ich wusste, dass diese ganzen Statuen irgendwie seltsam waren. Ja. Aha, in eine Statue also. Wir können uns jetzt wieder in den Fuchs verwandeln. Oder was machen wir jetzt mit dem neuen Zauberspruch? Notiz. Aha. Oh, Plato und Anja. Dort hinten. Aha. Was hat sie denn?